Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Horizon Zero Dawn. Es geht weiter mit den Stammesmüttern. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ding? Ich bitte dich, Lansra. Sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Sagt die Tussi, die sich Senfstücke an ihren Hut klebt. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Okay, nur kein Druck. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Mhm. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Ich bin völlig verwirrt. Okay. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Ich verstehe. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Oh mein Gott. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Werde auf jeden Fall nochmal zu seinem Grab gehen. Dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet.
Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Okay. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa. Ich kann ihm auch meinen Fuß zeigen, in seinem Arsch. Die Urmutter segne und beschütze dich. Okay. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Göttin, hilf mir, tapfer zu sein. O, bei der Göttin, sie war so tapfer. Erinnere dich, Göttin. Er war so ein Narr. Ich sagte ihm, es ist zu gefährlich. Ich hab's ihm gesagt. Oh, Göttin. Die Mutigsten von uns haben sich zu Urmutters Becken aufgemacht. Welche Hoffnung bleibt für uns, die wir hier geblieben sind? Bitte, Urmutter. Die Ausgestoßene. Sie hat also überlebt. Ein falsches Wort und ich trete in den Arsch, Madame. Erst die Erprobung, dann der Kriegstrupp. Wie viel mehr können wir noch ertragen? Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Oh, endlich mal ein nettes Wort. Nicht immer nur Gemotze. Das nehme ich für unterwegs mit. Das ist so ätzend, ey. Da sind so viele jetzt gestorben. Mir tut sogar um diesen Bast voll Deppen leid. Und die arme Vala. Warum mal niedergemetzelt mit diesem scheiß Maschinengewehr Mist. Aber die, das sind bestimmt Typen, die noch die Technologie benutzen. Und der hat bestimmt irgendwelche Implantate und deswegen leuchtet der wie die Sonne und dreht wahrscheinlich auch schon langsam am Rad. Wie sein Vater. Macht mir das Tor auf. Dann musst du mit dem neuen Kriegsherrn sprechen. Rash, auf dem Wagen. Oh nein. Rash, ist Rash nicht der Depp, der mich angepöbelt hat und den ich Latrinenmeister genannt habe? Ich freue mich jetzt schon. Wenn er nämlich das ist, dann habe ich nämlich wirklich, wirklich Glück. Hi. Guten Tag. Unsere Stimme darf nicht zittern. Wir müssen die Hymne perfekt singen. Oh, wow. Ich weiß nicht genau, was euch das bringt. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ich für meinen Teil bereite mich erstmal so vor. Ich habe noch Pfeile hier. Looten, Eloy, nicht springen. Die Ausgestoßene nähert sich. Eloy! Ignoriere sie. Eloy! Es ist der Typ. Eloy! Ding aus. Dunkle Metall, das alle Maschinen verderben kann. Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Ja, mir geht's toll. Schrei nicht so rum. Wer ist Mann? Warl und seine Leute, sie wollten ihn stoppen, aber der Dämon war zu schnell, zu mächtig. Was für ein Dämon. Varl ist närrisch mit seinem Tor. Hi. Immer gerade stehen. Denk nicht an ihr Gesicht. Denk nicht an all das Blut. Alle waren nur. Komm. Ich
wollte... Oh, Fertigkeiten. Dann nehmen wir mal vor allem Schärfung. Das kann ich noch nicht lernen. Okay. Aber jetzt kann ich nächstes Mal meine Fallen wieder zurück dingsen. Why? Ich hasse das, wenn da immer Ausrufezeichen sind. Feuerpfeile. Ich kann keine Schockfallen machen. Rohstoffbeutel kann ich nicht aufwerten. Ist vergebens. Hey. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Yep. Schön, dass es dir gut geht. Gut ist relativ. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Mhm. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Nicht nur ich. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Aber ich muss trotzdem weiter. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und wurde abgeschlachtet. Ja, das habe ich gehört. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Ich will nicht verreisen, ich will ein paar in die Fresse hauen. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Dass ich ihn Latrinenmeister genannt habe? Ich bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene. So in der Art. Ja, ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja, war sie. Ich mochte sie. Ich mochte Vala auch. Ich auch. Ich muss jetzt gehen, Tab. Die Urmutter sei mit dir. Dann werde ich jetzt mal mit dem Spaten da oben reden. Mit meinem Freund. Ich lebe noch.
Ja. Damit gehöre ich zu den Glücklichen. Mit dem Aloch-Minister. Okay. Machen wir es. Ich muss durch das Tor. Dings. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Ich kann auch über die Mauer springen. Seit ich eine Sucherin wurde. Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jezza jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wow. Jetzt gibst du mir die Schuld. Du entehrst die Toten. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Rash, komm jetzt. Ruhe. Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Von der Mauer runter, du Penner. Guck mich nicht so an. Oh, fuck. Was ist denn jetzt? Kommt jetzt ein T-Rex? Oh nein, bitte nicht, okay? Das war auch keine Vermutung. Nein. Ihr habt nichts gehört. What the fuck is now? Was? Der Dämon! Ist das? Gib da auf jeden Fall ein Schwänzchen, das Ding. Oh nein. Was macht ihr denn mit den Pferdis? Oh shit. Bei der Göttin, shit. Was macht er mit ihnen? Der hat sie gehackt. Kontrolliert sie. Shit. Oh, das wird lustig. Nicht. Macht euch bereit! Das ist so. Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Ich hab das hergelockt. Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Mutterloser Fluch. Macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Kann er nicht hochspringen? Naja, egal. Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Also, einer von denen war unter den Mördern bei der Erprobung. Wie kann eine Maschine wie diese all diese Läufer kontrollieren? Ich habe keine Ahnung. Ich muss herausfinden, wie diese Maschine von den Läufern Besitz ergreifen konnte. Ja, das müssen wir, aber jetzt möchte ich erstmal looten. Weil wer weiß, ob ich danach noch looten darf. Vielleicht kann mein Fokus mir zeigen, wie diese Maschine die anderen unter ihre Kontrolle gebracht hat. Für die Gefallenen! Sonst aber hoffentlich gerade keiner Gefallener gefallen, oder? Wie kann er andere Maschinen übernehmen? Was ist dein Geheimnis? Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie?
Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Blau geworden. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Mit einem Schraubenzieher? Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Oh nein. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Okay. Krieger, das viel Tor Glück muss sofort draußen repariert werden. Und pass auf. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Das Ding zuckt noch. Wo ist jetzt eigentlich mein Freund? Ich habe noch einen Bug gefunden. Seht ihr das da oben? Das da, da fliegt was. Seht ihr das? Der hat keinen Körper! Okay, es ist ein Kopf. Ohne Brustkorb. Und da ist der Arsch. Nein, das ist kein Bug in dem Spiel. Das gehört so. Ja. Kann ich das genauer angucken? Kann ich hoch. Aber ihr seht das von hier. Ah, jetzt hat er wieder einen Körper. Nein, jetzt nicht mehr. Und der hat einen Pfeil in seinem Arsch. Hier. Der steckt hier einen Pfeil. Was zum Teufel? Glatter Durchschuss, würde ich sagen. Und der andere hängt ihm vorne rum, oder was? Was ist ein Bogen? Ja, irgendwie ist das nicht... Was muss ich tun, damit du verschwindest? Ich hab's dir schon mal gesagt. Stürz dich von dem Berg. Ja, okay. Ich gehe dann mal. Hier sind Mutanten unterwegs. Der da oben ist ein Dämon. Der hat keinen Kopf. Also der hat keinen Brustkorb. Ich muss eine Maschine finden und dieses Gerät ausprobieren. Aber mich blabbelt er an. Da, der schwebt immer noch. Seht ihr das? Da oben. Da schwebt der Kopf. Über Elois Kopf. Hier schwebt der andere. Seht ihr das? Da auf der Mauer oben. Ohne Körper. Ja, nein. Ich bin kein Bugfinder. Weiß nicht, wer euch das erzählt hat. Ich weiß nicht. Ich bin's definitiv nicht gewesen. Nein, 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 nein. Ach ja. Hey, Händlerin. Muss aufpassen. Da in meinem Dorf leben ein paar Freaks. Kaufen alle diesen Scharfschussbogen. Kriegsbogen. Jetzt sollte ich mir meinen neuen Seilwerfer kaufen. Gratis, meins. Das brauche ich vielleicht. Das wollte ich doch nicht. Was hier? Nein.
So, Pfeile machen. Notizbuch. Was haben wir denn da jetzt? Was ist das Hässliche? Verderber. Granatwerfer. Nett. Nettes Tierchen. Nicht. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Verdorben sind Maschinen stärker und aggressiver als in ihrer ursprünglichen Form. Was sie zu sehr gefährlichen Gegnern macht. Na, awesome. Sehr interessant, dass was uns da alles begegnen wird. Echt noch? Ja. Was uns dann noch so hier erwarten wird und ob wir, was auch immer wir da tamen sollen, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben und einen netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.